Meine lieben Freunde, hier ist Robert Götz, Matuszewski. Ich nahm mich mal zünftig ins Bild. Ich bin jetzt bereit, euch 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gute Nachrichten vorzutragen. Ich bin hier live im Bundestag. Ich bin linksstaatlich und zivilcouragelich und ich habe einen Schatten. Ja, den muss man haben, wenn man im Bundestag arbeitet. Es sei denn, man ist blau, allerdings nicht vom Alkohol. Ja, so. Ich habe etwas ganz Schönes zugeschickt bekommen. Ja, hat mir ein Inder an der Tür hat's geklingelt. Ja, hier im Bundestag steht ein Inder vor der Tür. Ja. Und dieser Inder drückt mir ein Paket in die Hand und ich denke, es klimpert ja so. Er so, alles in Ordnung. Mache ich auf und an der Stelle, lieber Martin, vielen Dank für deinen langen Brief und vielen Dank für den Wein-Dekandierer. Es sind leider nur Scherben angekommen. Es tut mir leid, ich kann nichts dafür. Ich wollte es jetzt auch dir nicht verheimlichen. Martin, es sind nur Scherben angekommen. Aber der gute Wille trägt den Lohn in sich. Ich wäre nicht Robert Götz, Matuszewski, wenn ich nicht noch eine Danksagung hätte, nämlich an die liebe Maria Weinberger. Vielen herzlichen Dank für dieses unverkäufliche Lesewerk. Danke von Herzen. Ich trage den Titel vor, natürlich. Shades of the Caribbean. Ja, Martina und ich werden lesen. Das ist eine schöne Sache fürs Wochenende. Dann geht's weiter. Ich habe hier ein kleines Paket bekommen, was gar nicht so klein war. Und zwar von Nicole und Marianne. Nicole und Marianne haben Martina und mich mit erlesener vom Bodensee Marmelade versorgt. Unter anderem das Original, Leos Lieblinge. Hier, rote Stachelbeere und Kirschen. Bah, vom Bodensee. Es gibt nichts Besseres. Und jetzt starten wir durch mit Nachrichten. Und eine Nachricht haben wir heute, nämlich Roman Müller hat heute Geburtstag. Roman, du wirst 75. Ja, ich weiß Bescheid. Du bist ein eifriger Zuschauer. Ich wünsche dir von Herzen Gesundheit, Liebe, Erfüllung und Erfolg. Bleib so, wie du bist. Denn da du Zuschauer von mir bist, also zu unserer großen Gemeinde gehörst, bist du toll. Lass dich heute feiern. In Gedanken feiern wir mit dir und mit allen anderen, die jetzt Geburtstag haben. Also heute, ja. Oder gestern. Oder morgen. Gut, jetzt geht's los, Freunde. Ich habe knaller Nachrichten, die ziehe ich jetzt durch. Ich habe eine XXL-Sendung auf YouTube schon produziert. Knapp 25 Minuten lang. Schaut sie euch an. Link zu YouTube hängt hier drunter. Ich mache es hier kurz. Und weil ich habe auch so ein paar Themen, die, obwohl YouTube die zensurfreiste Plattform der Welt ist, die ich hier nicht so, naja, vortragen möchte und kann und will und werde. Und zwar haben wir hier was Schönes. Zufällige Entdeckungsstudie zeigt Zusammenhang zwischen Impfungen und... Das kann ich zum Beispiel hier nicht vorlesen. Dann, die AfD-Adressliste der Antifa ist nach mehr als 2 Monaten immer noch im Netz zu finden. Finde ich gut. Und Kanadas Gesundheitsbehörde unter Beschuss unerwünschte Reaktionen auf Covid-Impfungen gibt es nicht. Kann ich hier nicht vorlesen. Das Original hört ihr auf YouTube. Und die Firma Pfizer könnte bald bankrott sein, denn es könnte möglicherweise Millionen Klagen von Geschädigten geben. Was für Geschädigte das sind, erfahrt ihr auf YouTube. Der böse Donald Trump hat sich schon gemeldet. Daumen runter. Und der meldet sich mit folgender Aussage. Die Weltgesundheitsorganisation ist schlecht. Und hier, sie ist ein korruptes globalistisches Betrugssystem, das von den Vereinigten Staaten finanziert, aber von China besessen und kontrolliert wird. Freunde, das stimmt zwar, ist doch aber nicht richtig. Donald Trump, schlecht. Und jetzt gibt es noch eine Draufgabe. Assad, schlecht. Putin, schlecht. AfD, schlecht. So, ich sag mal, To1000, danke für deinen Kommentar. Und hier, es gibt ein Beratungsangebot, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar entschwört.de, berlinweite-Beratung. Das Beratungsangebot richtet sich an Personen, also nicht Menschen, im Großraum Berlin, die in ihrer Familie, im Freundes- oder Bekanntenkreis verschwörungsideologische Aussagen wahrnehmen und einen Umgang damit finden möchten oder aber müssen. Wir bieten Hilfe im Umgang mit Angehörigen an, die nur noch über krude Theorien und Verschwörungsmythen reden, bereits Verschwörungserzählungen anhängen und vielleicht in verschwörungsideologischen Kreisen unterwegs sind. Ja, böse Zungen sagen, aha, es geht jetzt also gegen die Grünen, ja? Also wer hier behauptet, ja, menschengemachter Klimawandel und CO2 ist schuld an Erwärmung und ja, die Rente ist sicher, ja, die Grenzen sind sicher und Refugees welcome, leave no one behind, kein Mensch ist illegal, AfD sind NAZIs und Reichsbürger, ja, wir werden bald über Fremde von Rechtsradikalen. Ja, da, also wer mit solchen Verschwörungsmythen zu tun hat, kann sich da melden. Der Iran hisst die schwarze Flagge der Rache am Mausoleum vom Imam Reza. Ja, und wenn die rote gehisst wird, dann gibt es Krieg. Aber gut, okay, wird schon nicht geben. Dann hier, wie die AfD Fachkräfte und Investoren verschreckt, habe ich gerade aufgezählt. Genau damit. Die AfD verschreckt Investoren und Fachkräfte mit einer hohen Inflation. Ja, die AfD verschreckt sie mit den höchsten Spritpreisen der Welt, den höchsten Gaspreisen der Welt, den höchsten Benzinpreisen der Welt, den höchsten Ölpreisen der Welt, einer der höchsten Massenvergewaltigungsquoten der Welt. Ja, aber gut, okay. Deswegen wählen wir ja die AfD. Nicht.
Nicht, ja. Also wie die AfD Investoren verschreckt. Ja, die Investoren hören vom Görlitzer Park und sagen, oh, da ist die AfD aber dran schuld. Oh, ja. Auf 1 hat immer noch einen Rechtsstreit mit ARD. ARD hat sich gesagt, wir werden jetzt mal Zwangsgebühren finanziert auf 1 kaputt machen. Ja, kostet doch nichts. Zahlt doch der Gebührenzahler. Wir machen die fertig. Ja, böse Zungen sagen, wird euch nicht gelingen. Auf 1 wird obsiegen. Aber gut, böse Zungen, nicht meine Worte. Und Ausschreitung in Neukölln, Polizisten mit Steinen attackiert, Spielplatz angezündet. Voilà, Alhamdulillah, es war mal ein Lausbubenstreich, Freunde. Jetzt gehen wir mal nach Österreich. Grüße gehen raus an meine lieben österreichischen Zuschauer und Zuschauerinnen. Die böse FPÖ hat 15,8% zugelegt in den Umfragen, liegt jetzt bei über 32%. Macht aber nichts, weil die ÖVP hat 15,5% verloren und liegt jetzt nur noch bei 22%. Die Grünen, naja, haben nur 3,9% verloren. Die sind bei 10%. Schön an der Stelle. Bei mir in der Chatgruppe bei Telegram, kommt nach Telegram. Wichtig, Telegram ist gut. Ja, Telegram, gut. Link hängt hier drunter. Bei Telegram habe ich jetzt den Kommentator Fluxkompressor. Ja, Fluxkompressor war wichtig bei Zurück in die Zukunft, wer den Film kennt. Die Mehrheit der Deutschen glaubt, dass die Zuwanderung aus muslimischen Ländern eine Gefahr für das Land darstellt. Wer interessiert sich für die Mehrheit? Wir leben in einer Demokratie. Zuwanderung ist gut. Wir brauchen Menschen. Leave no one behind. Kein Mensch ist illegal. Wir haben Platz. Ja? Illegal sind nur die AfD-Wähler und die Ungeimpften. Ja? Sonntagsumfrage, Bundestagswahl, Forsa, SPD-nah. SPD nur noch 14%, minus 4. Die Grünen nur 14%. FDP leider raus mit 4%. Sie heißt ja auch deshalb FDP. Fast 3%. Und die böse AfD, naja, 21%, die kriegen wir noch weg. Linke 4%, Freie Wähler nicht der Rede wert. Türkei, Israel wird rechtlich sich verantworten müssen. Warum? Ja, es gab eine kleine Unstimmigkeit. Es wurde ein christliches Krankenhaus bombardiert von den Israelis und da sind jetzt 500 Menschen tot. Ja, Freunde, manchmal bin ich sprachlos. Nach Plänen des Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, sollen Gesundheitschecks künftig auch in Apotheken möglich sein, Freunde. Da geht's lang, ja. Ab in die dritte Welt, ja. Man geht in die Apotheke, ja. Ist wie in Indien auch so. Wenn man was hat, geht man erstmal zum Apotheker. Dann geht man doch nicht zum Arzt. Ah! Und wenn man hier was hat, macht man einen Gesundheitscheck in der Apotheke. Böse Zungen sagen, aha, die Apotheker, die ja den neulich ausgebuht haben, den Lauterbach, die will er jetzt schmieren und sagt, kommt jetzt, buht mich mal bitte beim nächsten Mal nicht mehr aus, wenn ich auf eure Tagung komme, ja, dafür schiebe ich euch auf was rüber. Neulich waren es die Mastendeals, wo ihr ordentlich verdient habt, die Spritzstoffe, wo ihr ordentlich verdient habt, die Nebenwirkungen, wo ihr jetzt ordentlich verdient. Komm, wir machen jetzt die Gesundheitschecks in der Apotheke, dann klatscht er wieder, wenn ich komme. Ja, aber böse Zungen, dann hier. Das Impfnarrativ ist längst kollabiert und so, ach, kann ich hier nicht vorlesen, habe ich auf YouTube gemacht. Und jetzt kommt's, deutscher Gesundheitsminister, wir kommen wieder zurück zu Herrn Lauterbach, sagt, die nächste Pandemie ist nur eine Frage der Zeit. Freunde, bleibt zu Hause, tragt 4 Masken übereinander, einen Darmstrumpf drüber, lasst euch impfen und unterstützt bitte diese Regierung, kann überhaupt nichts passieren. Ja, also bitte. Und wenn ihr demonstrieren geht, könnt ihr das gerne machen, ohne Maske, ohne Abstand, ohne Anstand, wenn es für die richtige Sache ist. Dann seid ihr moralisch überlegen und damit auch gegen alle Viren immun. Zum Beispiel könnt ihr demonstrieren für Black Lives Matter, Extinction Rebellion, Fridays for Future, Antifa, Christopher Street Day, Kinder, die auf die Straße kleben, The Lost Generation, Animal Generation, Scientists for Climate, gegen Trump, gegen Putin, gegen Assad, gegen die AfD und für gegen CO2. So, und dann müsst ihr auch keine Angst vor der nächsten Pandemie haben. Ja. Der britische Premierminister Rishi Sunak sagt, wir sollten uns nicht dazu drängen lassen, zu glauben, dass Menschen jedes Geschlecht haben können, das sie wollen. Was ist denn da los? Natürlich, wir können einmal im Jahr, dank Marco Buschmann, Grüße gehen raus an der Stelle, können wir unser Geschlecht ändern. Einmal im Jahr. Ja, was interessiert uns denn schon, was der Inder da in England sagt? Ja, pah, kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt schert der aus. Bill Gates will ein neues Salz rausbringen. FDA lässt es gerade zu. Die FDA plant im Stillen, das meiste Salz in Amerika durch einen neuen synthetischen Salzersatz zu ersetzen, der von Bill Gates hergestellt wird und mit mRNA-Chemikalien versetzt ist. Na bitte, es kann so einfach sein, oder? Ja, Serbien, die Mehrheit gegen EU-Beitritt und pro BRICS. Gefällt uns nicht, da fahren wir nicht mehr in den Urlaub hin. Und jetzt zeige ich euch mal, wie gefährlich diese Corona-Leugner sind. Bitte, Blödzeitung. Armbrustkiller tötet Mutter, weil sie seinen Bruder impfen ließ. Radikaler Corona-Leugner vor Gericht. Ja, Freunde, ich würde diese ganzen, also erstmal alle Corona-Leugner, alle Schwurbler, alle Reichsbürger, also Rechtspopulisten, alle AfD-Wähler, AfD-Politiker ab ins Lager. Kann doch gar nichts passieren. Lager, wofür haben wir denn die Lager? Ja, der ab ins Lager. Ja, kann aber nicht wahr sein.
Ja, da gab es eine kleine Misslichkeit. Am Sonntagnachmittag kam es auf dem Potsdamer Platz in Berlin zu einer pro-palästinensischen Demo. Eigentlich als Mahnwache genehmigt, eskalierte der Aufzug zur Anti-Israel-Hetze mit antisemitischen Ausrufen und mittendrin Elisa Baas. Die 22-Jährige ist Sprecherin von Fridays for Future und hat antisemitische Äußerungen getätigt. Aber Freunde, das war ein Lausbubenstreich, bitte. Ja, Schlava Ukraina, Herr Zelensky wollte nach Israel. Israel hat gesagt, bleib weg. Na gut, okay, ja. Also er ist schon willkommen in Israel. Halt jetzt nicht, im Moment nicht. Lieber Oliver Borsos, danke von Herzen. Und ein lieber Dank geht an den Günther Schmidt. Danke, Günther. Letzte Nachricht. Die Untererfassung von Nebenwirkungen der experimentellen Corona-Impfstoffe. Oh, an der Stelle lese ich nicht weiter. Den vollen Artikel hört ihr auf YouTube. Neuseeland, Kanada, USA und Finnland haben ihre Reisewarnung für Reisen ihrer Bürger nach Deutschland wegen erhöhter Terrorgefahr angepasst und angehoben. Ja, ja gut, okay. Keiner von uns, liebe Zuschauer, würde auf die Idee kommen, jetzt bei so einer Reisewarnung nach Deutschland zu reisen. Das Gute ist, wir sind schon da. Und wo sind wir? Im besten Deutschland aller Zeiten. Ja, und direkt neben der Polizeiwache am Alexanderplatz, also direkt daneben, ungefähr 12 Schritte, vielleicht auch 14 Schritte, nicht mehr, steht diese Uhr, das ist die Weltuhr am Alexanderplatz und direkt vor den Augen der Polizei wurde sie mit orangefarbener Farbe besprüht, ja, die sind noch oben raufgeklettert, ja, und die Polizei hat sich gedacht, Walla, Alhamdulillah, mach die Gardine zu, wir wollen das nicht sehen. Es ist doch für die gute Sache. Ricarda Breit sagt, die AfD ist eine unsoziale Partei. Ja, wir haben also den Begriff sozial neu definiert, finde ich gut. Und dann gibt der Herr Scholl einen geheimen Asylbefehl, schreibt die Blödzeitung. Ein geheimer Asylbefehl. Ja, worum es da geht, es ist geheim, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß es natürlich, aber er gibt einen geheimen Asylbefehl raus. Es kursieren ja gerade momentan Videos, wo der Herr Scholl sich auf den Boden schmeißt, ja, in Israel, auf dem Flughafen, weil Alarmsirene, auf dem Boden, ja. Auf dem Boden ist man besonders sicher vor Raketeneinschlägen. Ja, logisch, ja. Wenn man steht, ja, wenn man so in 1,35 Meter Höhe, wo er steht, ja, das ist gefährlich, ja. Aber auf dem Boden ist man sicher, kann überhaupt nichts passieren, ja, ja. Ja, Fußboden. Mist nicht nur, dass auf den Videos zu sehen ist, wie im Nachbarflugzeug die Leute ganz entspannt ins Flugzeug einsteigen. Ja gut, okay. Das eine ist das eine, der Scholl am Boden, ja, vielleicht auch eine Metapher. Und das andere ist das andere, irgendwelche Israelis, die ins Flugzeug einsteigen. Der ist ja ganz woanders, der ist 80 Meter weiter, ganz woanders, ja. Der Scholl, der hat doch einen analytischen Kopf, ja. Der hat gleich analysiert, wenn die Rakete jetzt hier runterknallen würde, dann wäre ich hier in Gefahr. 80 Meter weiter nicht. Die 80 Meter könnte ich zwar schaffen, wenn ich schnell rennen würde, in 20 Minuten wäre ich drüben. Aber ich lege mich lieber auf den Boden, ja. Hinschmeißen kann, konnte ich schon immer am besten. Schon im Schulunterricht habe ich immer hingeschmissen beim Sport. Ja, ja, schön. Egal. Haben wir das geklärt? Ja, ich finde, das war eine runde Sendung. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Richtig lang, wie gesagt, heute bei YouTube. Nehmt euch doch mal die Zeit. Schaut doch mal rein bei YouTube. Ja, schön. Übrigens, dieser Kanal hier freut sich über eure Abonnements. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, aber immer schaut, macht doch einfach ein Abo. Es ist der Dünger, der den Kanal wachsen lässt. Und der wächst. Wir sind ganz kurz vor 35.000 Abonnenten und Abonnentinnen. Ich habe noch einen Zweitkanal, Robert Götz-Matuszewski Premiere. Da geht es Richtung 12.000. Wir sind bei Telegram über 17.000. Wir sind dann auch noch bei Getter bei knapp 30.000. Es wächst überall. Ja. Jetzt freue ich mich über euren Daumen hoch, euren lieben Kommentar. Wie ihr wisst, ich lese sie. Und tatsächlich ist es so, diese Arbeit lebt nur von euren Unterstützung. Vielen Dank für eure Unterstützung, klitzeklein oder groß. Und das motiviert mich auch. Danke für die Mühe, macht ja Mühe. PayPal und Konto hängt hier drunter. So, und jetzt habe ich noch eine wichtige Bitte, wenn ihr gerade nicht gut drauf seid, krank seid, depressiv. Das gilt nicht. Unsere große Gemeinde schickt euch jetzt gute Energie. Werdet schnell wieder gesund. Wir brauchen euch nämlich. Denn wir halten zusammen, bleiben standhaft, optimistisch und voller Tatkraft. Wir haben ja eine Tradition. Ich lese jetzt regelmäßig kleine Zitate vor aus diesem Stolzbuch. Made in Germany, Deutschland im rechten Licht. Gibt es nur bei www.claudiusfarbig.de. Und da lese ich immer Zitate vor. Und dann fangen wir, es ist immer pro Kapitel oben ein Zitat über Deutschland und unten ein Zitat über die Erfindung. Und jetzt machen wir ein Zitat über Deutschland unter der Erfindung Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaum ist eine deutsche Erfindung. Ja, die wenigsten wissen ja, ist wirklich wahr. Die Kirche hatte ja im Vatikan, ist ja der Weihnachtsbaum erst in den 50er Jahren aufgestellt worden. Davor waren die ja dagegen. Es steht alles da drin, kann man nachlesen. Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Wilhelm der Zweite. Ja, das waren noch Zeiten, oder? Preußen, das Vaterland des Denkens. Germain de Boah, da kann ich nicht lesen. Die Lampe blendet nämlich so, das müsst ihr wissen. Also deswegen habe ich den Schatten, ja, wegen der Lampe. Die blendet so durch, ich kann das kaum lesen. Germain de Staël. Ja, ja, ja.
Preußen, das Vaterland des Denkens. Boah, hat ein Franzose gesagt. Gibt's doch gar nicht. Glaubt man gar nicht, oder? Was sagt ihr denn dazu? So, noch ein kurzes Zitat, dann ist aber gut heute. Hier, in Deutschland werden Probleme nicht beseitigt, sondern subventioniert. Jürgen H. Hultenreich. Ja, na gut, subventioniert. Viele Menschen brechen die Herzen anderer so achtlos, als könne man sie mit einem Klebestift wieder zusammensetzen. Ja, und das ausgerechnet zum Kapitel Klebestift haben wir nämlich auch erfunden. Alle wichtigen Komponisten, Dichter, Denker, Schauspieler und Schriftsteller sind drin. Holt's euch ein schönes Geschenk auch zum Weihnachtsfest oder zum Nikolaus, zum Geburtstag. Vor allem für junge Leute, dass sie mal erfahren, haha, oh, ich wusste gar nicht, dass Deutschland alles erfunden hat, was wichtig ist. Na, zum Beispiel den Düsenantrieb oder das Automobil, ja, oder das Flugzeug. Ja, es waren nicht die Gebrüder Breit. Nein, da steht's drin. Ist egal. Ich bin jetzt weg, also ich bin immer noch da, aber der Schatten ist weg. Wenn der Schatten weg ist, folge ich immer hinterher. Jetzt kommt aber noch die wichtigste Botschaft hier. Ich, Robert Götz Matuszewski, immer noch der Facility Manager im Deutschen Bundestag. Ich spreche zwar ziemlich langsam, aber ich hab's nicht vergessen. Komischer Zusammenhang, ist egal. Ich hab euch lieb. So, und jetzt knabe noch gegen Putin. Denn wichtig, Putin schlecht. Ah. Jedes Mal, wenn's knarrt, fällt der im Kreml vom Stuhl. Und dann ist es doch wert zu knarren, oder? Freunde, ich bin weg. Tschüss, Kins. Ich bin ja gar nicht weg. Ich bleib euch erhalten.